Wenn die Muslime jetzt sagen, eine Kirche wird nicht gebaut oder eine Synagoge wird nicht gebaut, dann hörst du das überall. Das geht nicht. Wo sind die Menschenrechte? Wo ist die Religionsfreiheit? Wo sind die Leute? Wo sind die Menschenrechte, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit? Okay. Wo ist die Meinungsfreiheit für die Muslime? Wo ist die Religionsfreiheit für die Muslime? Wo sind die Menschenrechte für die Muslime in diesem Zusammenhang? Subhanallah. In Indien hat man eine Moschee, die normalerweise Weltkulturerbe ist. Da hat man das kaputt, da hat man bombardiert, da hat man das abgebaut. Hat man was gesagt? Nein. Aber als in Afghanistan die Statue von Buddha kaputt gemacht werden sollten oder die wurden gemacht, dann was sagte die ganze Welt dazu? Weltkulturerbe, das geht nicht und das ist überhaupt nicht richtig. Als Türkei Hagia Sophia, was Hagia Sophia barakallahu fikum schon eine Moschee war, Hagia Sophia war eine Moschee, dann kam Ataşehir und er hat das zu einem Museum gemacht. Und jetzt die Muslime haben das wieder zur Moschee gemacht. Dann hat die ganze Welt gesprochen. Wieso machen sie das? Aber subhanallah, dass die Soldaten eine Moschee stürmen und dass sie dort singen und Alkohol trinken. Das ist nicht nur in Gaza passiert jetzt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Brüder und Schwestern retten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihnen helfen. Das passierte auch woanders. Das passierte in Syrien, das passierte in Jemen, das passierte in anderen auch Ländern. Aber wo bleiben die Menschen? Wo bleiben die Menschenrechte? Wo bleibt die Freiheit? Und die Meinungsfreiheit. Deshalb, Barakallahu fik, möge Allah subhanahu wa ta'ala dich segnen, lieber Muslim. Wach auf, wach auf.